Ja, der erste Teil von Panterhooter ist schon vorbei. Ich würde euch mal ganz kurz raten, bitte schaut euch zuerst den ersten Teil von Panterhooter an, damit ihr auch nichts verpasst. Gut, meine lieben Leute, das können wir jetzt mit dem zweiten Teil beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Teil und wir sehen uns wie immer zum Ende des Videos wieder. So, ihr habt ja gerade gesehen, dass ich das hier verbaut habe. Ich habe extra so eine Schraube mit ein bisschen breiteren Kopf genommen. Und ihr habt ja gerade gesehen, dass ich hier hinten auch Rampamuffen reingemacht habe. Es geht mir darum, dass ich hier noch ein bisschen das verstellen kann. Damit ich hier noch ein bisschen Spielraum habe und noch ein bisschen feinjustieren kann, ne? Dann kann ich das nämlich hier so schön verschrauben und dann ist das nämlich in Ordnung. Dann kommt nämlich hier so die Fräse rein. Und dann kann man nämlich schön. So, okay, Leute, jetzt ist das hier fertig mit dieser Halterung. Jetzt kümmern wir uns hier um dieses. Nee, andersrum. So, und jetzt möchte ich hier so ein Flacheisen als Nutsteine machen, hier reinsetzen und dann stoßen die hier genau unten ran. Oder brauchen wir das jetzt? Weil ich muss ja genau gucken, wie hoch denn der Tisch ist. Weil das muss ja alles akkurat sein. So, Leute, jetzt habe ich hier so eine langen, man kann sagen, Nutsteine, lange Nutsteine hinten gemacht. Und die kommen jetzt hier mit dieser Nutschiene, wenn die so rein, wird das so reingeschoben und dann wird das hier einfach hier oben verschraubt. Hier, danke ENT, ich brauchte gerade ein Pflaster. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt einfach hier festschrauben und hier möchte ich jetzt das gerne die untere Kante hier, seht ihr vielleicht die untere Kante, das soll genau die Null sein. Ich habe jetzt nur mal einen Achter Bohrer als Anschauung. Genau. Und das soll jetzt meine Null sein. Ich muss bloß gucken, ob das jetzt hier wirklich auch alles passt. Genau, so, jetzt brauche ich die Höhe, wie hoch der Tisch sein soll. Die Tischplatte meinte ich. So, jetzt habe ich hier das Gelenk gemacht für den hinteren Hebel, um die Vorschubrichtung dann zu bewegen, ne? Der kommt jetzt hier hinten ran und dann wird das mit dem Tisch hier verbunden. Ja, liebe Leute, ich habe ja diese Bosch-Profile
die ich ja wirklich für die Seiten, für diese Nude-Platte oben verwenden möchte. Und mein Sägeblatt, was ich hinten in meiner Kappsäge verwende, ist ein ganz normales. Das war ein bisschen ungeeignet, um Aluminium zu sägen. Ich habe freundlicherweise von Wolfcraft hier, von Wolfcraft, ein Kappsägeblatt zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, ich möchte mich auf diesen Wege recht herzlich bei Wolfcraft bedanken für dieses sehr, sehr hochwertige 64 Zahn Kappsäge, Kapp- und Gärungssägeblatt bedanken. Unten in der Videobeschreibung kann ich euch mal den Link zu diesem Sägeblatt eintragen, damit ihr euch mal etwas informieren könnt, was ich hier in meiner Werkstatt benutze. Gut, meine lieben Leute, dann lasst uns mal rüber gehen und dann kann ich die ganzen Profilleisten zusehen. Gut, und weiter geht's. Sehr gute Schnittqualität. So, dann schaut mal, jetzt hier habe ich den Tisch jetzt weiter gemacht. Hier habe ich dann so eine Arbeitsplatte genommen, Arbeitsplattenmaterial, bisschen eine kleine Rundung reingesägt. Dann habe ich jetzt hier so ein Zwischenbrett dazwischen geschnitten, damit ich genau hier das Maß habe. Und jetzt habe ich mir noch zwei kleine Leisten hier gemacht. Die sind identisch wie hier, hier oben, also genauso breit wie die untere Leiste, und die kommt jetzt, die verbaue ich dann hier oben rein. Dann muss ich das hier noch ein bisschen aussparen und dann kann ich das dann befestigen, und das können wir jetzt machen. Hier die Platte, die Oberplatte, die habe ich auch schon gesägt. Das ist halt gesägt, da brauche ich ja nicht viel zu zeigen. Hier müssen noch, ich denke, zwei oder vielleicht drei Nude-Schienen noch rein. Die werde ich dann einfräsen. Und los geht's! So eine guten Nutsteine hier, die braucht man eigentlich nur ranzusetzen
und dann verkeilen die sich alleine in der Nut. Jetzt habe ich hier eine kleine Aussparung gemacht, damit ich jetzt genau hier an dem Tisch ist dann genau die Null. Hier oben diesen Griff muss ich noch ein bisschen verändern, weil ich habe den ja so gebaut, aber ich möchte den gern so haben. Muss ich den Griff auch noch verändern? Da habe ich mir ja schon so einen Griff genommen. Das ist so ein alter Griff von der Flex. So, jetzt habe ich mir hier so eine Schablone gebaut. Es ist ein Provisorium, also ich weiß nicht, ich denke mal, dass ich mir die originalen Schablonen direkt von dem Pantohuta bestellen werde. Langloch-Schablonen, genau, gemacht, um den Pantohuta erstmal zu testen, wie er sich im Einsatz macht. Muss ich euch mal anmachen hier, ne? So, jetzt habe ich mir hier einen Anschlag gebaut, den ich hier oben rauf machen will, um so ein bisschen das hier einspannen zu können. Ich habe mit Absicht hier die oberen Nutschienen gemacht, damit ich das dann entweder mit so einer oder mit so einer Schraubzwinge das denn hier oben spannen kann. Hier, das sind so eine Hammerkopfschrauben. Die kriegt man ganz günstig zu kaufen. Von Admiral sind die Dinger. Und so wie sie jetzt sind, passen sie nicht in die Nutschiene rein. Seht ihr? Die sind ein bisschen zu groß. Und wenn man sich ein bisschen die zurechtschleift, dann passen die nämlich wunderbar hier rein. Und dann kann man das nicht hier verschrauben. Ja Leute, hört mal, so laut ist es bei mir. Der Kompressor, der steht schon im zweiten Raum, hier hinten. Ihr kennt ihn ja, den Raum. Wirklich ganz schön laut, ne? Naja, aber Druckluft in der Werkstatt haben wir, da muss man eben dann natürlich damit reden, ne? So, meine lieben Leute, ich bin jetzt schon zum Ende gekommen mit dem Pantohuta. Würde ich mal vorschlagen, dass wir mal eine Probefräsung machen. So, ne? Meine lieben Leute, das soll es gewesen sein von dem zweiten Teil vom Pantohuta. Ich hoffe doch, dass euch dieses Projekt gefallen hat. Und ja, wenn der ein oder andere das nachbauen will, meldet euch einfach und wir kriegen dann alles schon hin. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Dienstag noch. Und wünsche euch alles Gute und ich möchte mich von euch verabschieden. Ich möchte Tschüssi sagen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt oder bis zum nächsten Stammtisch.
Bis dahin möchte ich mich verabschieden und Tschüssi sagen. Tschüssi, bis bald. Tschüss. Tschüssi.